So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von Unknown Worlds. Ich bin wieder zurück in Schweden. Ich laufe gerade hier durch den Wald zu einem verlassenen Haus am See. Ein kleines Hexenhäuschen im Wald am See. Es führt auch eine Hauptstraße daneben vorbei, aber ich wollte durch den Wald mich ranschleichen. Also wundert euch nicht, das ist jetzt nicht irgendwo mitten im Wald verlassen, sondern es ist von Wald umrundet, aber es führt auch eine Hauptstraße dran vorbei. Da habe ich dieses Haus immer beim Vorbeifahren gesehen und es ist mir aufgefallen, es ist komplett verwuchert und es ändert sich nichts. Das Tor steht einfach offen, die Rollläden sind auf der einen Seite oben, auf der einen Seite unten, also es ändert sich gar nichts da seit Monaten. Deswegen bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das verlassen ist. Ich werde da jetzt hinschleichen und bin gespannt, was uns da erwartet. Wundert euch nicht, ich nehme das Video heute mit der Blackmagic auf, also jetzt gerade noch mit der Osmo Pocket, aber nachher switche ich zu der Blackmagic, wenn ich beim Haus bin, weil das Haus ist direkt an einem See und ich möchte versuchen, so im Dunkeln mit so wenig Licht wie möglich euch mal diese See-Atmosphäre zu filmen und da muss ich natürlich mit dem ISO voll hochgehen und da brauche ich dann halt meine Blackmagic für. Problem ist nur, ich habe ein Ansteckmikro bei, aber das wird irgendwie nicht erkannt von der Blackmagic. Deswegen muss ich mit dem Onboard-Mikrofon von der Kamera aufnehmen und das wird wahrscheinlich sehr, sehr schlecht klingen. Das heißt, wundert euch nicht, der Ton könnte heute noch einmal relativ schlecht sein. Aber ich habe mir die Kritik der letzten Videos zu Herzen genommen mit den zu schnellen Kameraschwenks und so weiter. Das wird es heute nicht geben. Es wird heute eine ruhige, entspannte Kameraführung geben. Und mit dem Ton wird dann ab nächsten Video hoffentlich wieder besser. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Haus wieder. Da oben hängt noch ein Kajak und hier sind ganz viele von diesen Lampen. Das sind eigentlich Lampen, womit man Pflanzen anbaut, so in Growboxen, so Tomaten, Chili, ja, oder auch Gras. Und das sind so viele, das ist ja schon industriell, Alter. Ach du Scheiße, was uns Jul erwartet, ey. Auto kommt. Ich muss zwischendurch mal das Licht ausmachen, wenn ein Auto kommt. Ja, wir sind hier direkt an der Hauptstraße. So ein bisschen aufpassen. Okay, hier haben sie anscheinend Bogen geschossen. Ich habe dieses Haus immer beim Vorbeifahren gesehen. Ich habe das lange beobachtet und habe gemerkt, hier wohnt niemand mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier niemand mehr wohnt. Zwei Häuser. Ich glaube, das ist hier sowas wie eine Art Ferienhaus wahrscheinlich. Okay. Hier kommt man einfach rein. Ja, hier
Geräte. Schwedische Sicherheit, VDE-Norm. Da oben 4 Sicherungen. Ja, ist hier sowas wie Abstellraum wahrscheinlich. Oh, da oben eine ausgestopfte Möwe, Alter. Oh, Schwimmflossen. Hier haben wir noch so ein ganz altes Bild. Ja, ganz schön, dass ein Auto kommt. Richtig bewohnt aus. Ja, das Krasse ist halt, weshalb ich auch heute mit der Sony, mit der Blackmagic filme. Wir sind hier halt direkt am See, ne? Das werde ich gleich nochmal ein bisschen besser zeigen. Ein kleiner Abstellraum. Das ist der Garten und hier runter ins Wasser. Oh, da schwimmen sogar Fische. Boah, guck mal. Krass. Boah, hier ist richtig Strand, Leute. Das ist eine richtige Privatbucht. Ja, Mann, das ist komplett Sandstrand. Die haben hier einen eigenen privaten Sandstrand. Wie krass ist das denn? Bin der Meinung, bis ISO 5000 macht Sinn. Danach wird es zu rauschig. Ich denke aber, ich werde in der Nachbearbeitung einiges rausholen können aus dem Bild. Das ist der Sternenhimmel. Okay, da sehe ich schon, dass ein Fenster offen steht. So, wir sind im Haus. Eins muss man im Haus lassen. Es riecht hier echt nicht schlecht. Also ein angenehmer Holzhausgeruch. Der erste drin. Alter.
verwirrt oder auch hin und her gerissen, ob das hier irgendwie noch aktiv in Benutzung ist. Und vor allen Dingen frage ich mich, ach, hier geht's hoch. Ich dachte, das ist ein Ofen. Hier ist sogar noch eine zweite Etage. Nee, ist auch nur eine Abstellkammer. Wo geht's hier nach oben? Hier ist der Ofen. Kann's ja nur hier hochgehen. Hier geht's aber auch nicht hoch. Hä? Leute, ich bin maximal verwirrt. Okay, also da oben, da kann man Tür aufmachen, aber die kriegt man nicht auf. Also ich glaube, da braucht man einen Schlüssel für. Ist schade, weil man sieht da oben auch Poster und so an der Decke hängen. Aber ja, ich sag mal, so kann man nichts machen. Ich denke mal, das wären sowieso nur, das ist so ein Kriechboden mit ein paar Matratzen so zum Schlafen und so weiter. Ja, deswegen würde ich sagen, haben wir hier jetzt alles gesehen. Ich habe hier sowieso ein ungutes Gefühl, weil irgendwie hat das mir drin den Eindruck erweckt, als wenn hier doch noch ab und zu Leute hinkommen und das als Ferienhaus nutzen. Auch wenn das alles schon komplett runtergeranzt ist. Aber hier zum Beispiel dieses Kajak hier. Das sieht ja auch an sich nicht schlecht aus. Also es ist ja noch voll benutzbar. Also ja, ganz schwierig. Man kann das in Schweden immer ganz schwer abschätzen, ob die Häuser verlassen sind oder einfach nur abgeranzt. Jetzt zeige ich euch hier nochmal kurz den Ausblick am Wasser. So, liebe Leute, ich bin auf dem Weg zurück zum Auto, habe mich so ein bisschen gerade hier im Wald verlaufen, muss ich zugeben. Ja, das Haus ist ein bisschen fragwürdig. Also es war tatsächlich, so wie ich es gedacht habe, ein kleines verlassenes Hexenhäuschen am See, also ultra krasse Atmosphäre, ultra krasse Location, außer dass es direkt an der Hauptstraße ist, ist natürlich total blöd, dass selbst nachts fahren hier im Minutentakt noch Autos vorbei, also ist für mich eigentlich ein Ausschlusskriterium, mir so ein Grundstück oder ein Haus zu holen. Das Haus ist aber wahrscheinlich auch schon 100 Jahre oder so alt. Das Holz war schon ganz, ganz morsch. Ist halt noch komplett eingerichtet gewesen. Richtig, richtig krasse Location. Aber ich bin so ein bisschen der Meinung, dass das doch eventuell noch von Leuten genutzt wird als Ferienhaus. Eventuell alle paar Jahre mal. Denn so wie das aussieht, kümmern die sich überhaupt nicht mehr darum. Ich weiß es nicht. Es ist super schwierig einzuschätzen. Aber so wie es da drin alles war, auch wenn man sich zum Beispiel die Kohle angeguckt hat, wann die abgelaufen ist und so weiter, muss vor weniger als einem Jahr eigentlich noch jemand da gewesen sein. Und so wie das aussieht, ist das aber schon seit Jahrzehnten eigentlich verlassen. Super, super schwierig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auf jeden Fall alles wieder zugemacht. Ich habe es so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Ich habe da nichts verändert. Und ich werde das mal im Auge behalten. Oben sind wir leider nicht reingekommen. Da hätte man Schlüssel, glaube ich, für gebraucht. Und ich werde das mal im Auge behalten, ob sich da irgendwas in Zukunft dran ändert an dem Haus. Das würde mich echt mal interessieren, weil ansonsten wäre das natürlich auch eine krasse Location für einen Overnighter. Da direkt am Wasser oder in diesem kleinen Häckchenhäuschen. Oh, das wäre schon Bombe. Naja, Leute, erstes Video hier wieder aus Schweden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ton muss ich mir zu Hause anhören, war halt onboard von der Blackmagic. Ich erwarte nicht so viel, mal gucken, was ich rausholen kann.
Ab dem nächsten Video gibt es dann wieder ein Ansteckmikrofon und ja, eine entspannte Kameraführung für euch. Deswegen danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.